Ich möchte mit der ZHAW beginnen. Wir haben einen Schwerpunkt an der ZHAW, also das Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Energie. Das heißt, wir beteiligen uns an der Energiewende, möchten uns da einsetzen und Sie erkennen ja dieses Programm des Bundes, diese Swiss Competence Center for Energy Research ins Leben gerufen hat und wir sind an drei von diesen Zentren maßgeblich beteiligt. Sie sehen die hier aufgeführt. Wir haben auch beim ersten, bei diesem CREST, wo es um Ökonomie, Umwelt, Recht, Verhalten geht, die Co-Leitung zusammen mit der Universität Basel. Wir sind aber auch an anderen SCCRs beteiligt. Sie sehen die anderen beiden da aufgeführt. Weiter ist das für uns ein sehr großes Thema, die Energiewende. Wir sind der Meinung, dass die Energiewende nur stattfinden kann, wenn nicht nur die Technik funktioniert, sondern eben auch das Verhalten sich ändert, die Finanzen auch passen. Wie das vorher erwähnt wird, deshalb versucht die ZHAW in diesem Rahmen die Departemente, die, wie Sie ja wissen, vielleicht sehr breit sind, von der Psychologie über die soziale Arbeit, die Linguistik, die Architektur und die Technik, Life Sciences, da beteiligt werden müssen, damit eben auch eine Energiewende stattfinden kann. Denn wenn wir auch unser Verhalten ändern, wird sich eben auch die Energiewende realisierbar sein. Sie sehen das, wir haben uns drei Themen gewählt, die für uns sehr relevant sind und eines davon ist die Energie. Die spielt für uns eine große Bedeutung. Wir können auch sagen, Energie ist nicht was Neues in diesen für die School of Engineering. Energie war schon immer ein Thema. Ich möchte da die Maschinentechnik und die Elektrotechnik herausgreifen. Wir haben in diesen Studiengängen und in diesen Instituten diese Studiengänge nun mit ihren Dozenten betreiben, war Energie schon immer ein Thema und ist nichts Neues für uns. Sie sehen auch, wenn wir uns jetzt da in dem Bereich Forschung und Entwicklung bewegen, ein Viertel unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung stammt aus dem Gebiet der Energie. Das ist doch schon beträchtlich und wir nehmen an, dass das noch weiter zunehmen wird. Wir haben aber auch um eben dieser zunehmende Bedeutung Rechnung zu tragen, verschiedene Maßnahmen auch ergriffen. Wir haben aus einem bestehenden Institut haben wir das neu in dem Sinn umgegründet und haben versucht nun diese ganzen Energie oder die viele Energieaktivitäten zu bündeln und in ein Institut zusammenzufassen, weil wir auch der Meinung sind, dass eben nicht Einzelaktionen oder nur Speicher, nur Netze, nur thermische Energien, nur elektrische Energien separat betrachtet werden müssen, sondern dass wir diese Forscher zusammenbringen müssen, damit sie miteinander sprechen und durch diese kombinierten Lösungen oder Lösungsansätze oder Kombinationen von verschiedenen Maßnahmen, denke ich, eben sehr viel erreicht werden kann im Bereich der erneuerbaren Energie oder der Energie überhaupt. Wir haben auch 2012 einen neuen Studiengang eingeführt, Energie- und Umwelttechnik. Wir haben, Sie sehen da, ziemlich Erfolg damit. Die jungen Menschen interessieren sich für die Energie. Wir haben, Sie sehen so unten, jetzt mit den Neuanmeldungen für den Herbst 143 Studierende, die sich nun in diesem Studiengang eingeschrieben haben und eben das Thema Energie da nun vermehrt studieren wollen und eben nachher dann auch eben in der Industrie oder in der Verwaltung dann und tätig sein wollen. Weiterbildung ist für uns ein Thema, auch da wollen wir etwas beitragen zur Energiewende. Ich möchte eben, Sie sehen das mit dieser kurzen Einführung, für uns ist Energie ein nachhaltiges Thema und das wird auch bleiben, also wir arbeiten daran und wir werden immer noch weiter daran arbeiten und ich wünsche Ihnen als letztes dann nun viel Vergnügen und viel Interesse an diesem spannenden Anlass heute Morgen und an den Vorträgen, die meine Kollegen halten werden.